hören können und empfangen können und dass du heute Morgen zu uns sprechen darfst. Amen. Sie muss Druck. Bababababam. Guten Morgen miteinander. Ich hätte jetzt fast gesagt, herzlich willkommen, aber das ist eine Deformation professionell, weil ich bin Hotelier von Beruf und ein bisschen Hobbytheologe. Danke vielmals, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Ich bin glaube, jetzt brauche ich ein Nasentuch. Mal etwas Nasentuch schnell. Excuse, ist gerade Material rausgekommen. Excuse, das wäre noch nie passiert. Danke vielmals. Und ich glaube, ich muss ja Hochdeutsch sprechen. Entschuldigung. Ich versuche so hoch ich kann. Wie ein Ex-Bundesrat, kein Akademiker, der hat Adolf geheißen, aber Oki zum Nachnamen, ist nach Deutschland gegangen. Nach 10 Minuten fragte jemand von den Leuten, können Sie nicht Hochdeutsch sprechen? Dann sagte Oki, okay, ja, höher kann ich nicht, oder? Nein, also danke vielmals, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Mein Name ist Mario Mosimann. Ich bin mit AVC unterwegs und ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Das ist die beste Frau der Welt. Kann man da drauf drücken? Nein, nicht. Und dann habe ich 3 Töchter, 2 Schwiegersöhne und der 3. Enkel ist bereits unterwegs. Also ich bin dem 1. Missionsbefehl gehorsam. Seid fruchtbar und mehret euch. Genau. Halleluja. Und ich bin jetzt 13 Jahre, habe ich ein Hotel geleitet im Tessin und bin jetzt seit 4,5 Jahren mit Aktion Verfolgte Christen und Notleidende unterwegs. Das ist ein Verein in der Schweiz über 30 Jahren und in Deutschland über 50. Ich bin immer wieder auf den Feldern, nehme ich Leute mit, ihr dürft auch mal mitkommen. Oder ich bin selber im Einsatz, wie jetzt am nächsten Donnerstag gehen wir nach Laos, Myanmar und Thailand. Und ich bin einfach so überwältigt, was Gott weltweit tut. Und ich möchte euch kurz ein bisschen mit darin reinnehmen. Und dann möchte ich ein Predigtthema haben und noch ein bisschen von Laos erzählen. Hier stehe ich gerade auf dem größten See der Welt. Der ist 600 Kilometer lang, 80 Kilometer breit und fast 2000 Meter tief. Das ist der Baikalsee und hier ist er gefroren, 2,5 Meter dickes Eis. Und wir sind da mit Autos auf den gefrorenen Flüssen unterwegs zu Völkern, die noch nie von Jesus Christus gehört haben, die hinter dem Polarkreis wohnen. Und da bin ich nur 3000 Kilometer auf der Lena gefahren, das ist ein gefrorener Fluss. Dort kommt der Lenin her, das ist Nordostsibirien. Und einmal war es 52 minus kalt. Und jetzt im Sommer haben sie über 40 Grad, aber dort war es über 52 minus. Und ich musste aufs Hüsli. Und das Hüsli ist außerhalb des Hauses, wie früher bei uns auf den Bauernhöfen. Ich hatte noch Diarrhea und musste 4-mal raus. Ich kann euch sagen, das war die schlimmste Toilette meines Lebens. Aber Jesus war mit mir. Und hier stehen wir auf diesem See.
Und mein Freund, der hat die ganze Arbeit aufgebaut, der Andreas links. Und er, vielleicht könnten wir mal zu ihm mit dahin kommen. Er ist 5 Stunden tot gewesen, ärztlich bestätigt, im Leichenhaus gelegen, kam zurück. Und das ist schon ein Mega-Wunder. Aber das zweite Wunder ist, dass er heute nur noch mit einem Lungenflügel lebt. Keine Milz, kein Dünndarm. Und der Magen ist aus dem 12-Finger-Darm gebastelt. Ich habe ihn angeschaut mit einem Chirurg. Und der geht tausende von Kilometern zu diesen Völkern. Ein unheimlicher Typ. Solche Leute arbeiten bei uns, bei AVC. Und der hinten, wo man ein bisschen sieht, der ist ein ehemaliger Mafia-Mitglied. Die haben so spezielle Tattoos. Wenn du so ein Tattoo hast und bist nicht bei der Mafia, killen sie dich gerade. Die stellen die Leute mit den Füßen betoniert in die Wälder und töten die Leute, gehen sie wieder in die Kirche und machen das, Absolution und so. Und der Orthodox-Priester segnet ihn und dann ist alles wieder in Ordnung und leben gleich weiter, wie sie vorher gelebt haben. Aber das sind wir ja nicht. Wir sind Christen, die in die Kirche kommen, Jesus begegnen und anders werden. Amen. Jawohl, das möchte ich sein. Einer, der Jesus begegnet, ist nicht mehr der gleiche. Und ich bin mit 19 Jahren, hat mir eine hübsche Bernerin eine Bibel geschenkt in einer Diskothek im Blackout in Kloten. Das gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Und ich habe begonnen, die Bibel zu lesen. Nicht wegen Gott, sondern um der Eindruck zu machen, oder? Und hatte ein Jahr lang Bibel gelesen. Und plötzlich habe ich gecheckt, dass es um Jesus geht. Plötzlich habe ich verstanden in meinem Herz, ich kann es nicht erklären, dass Gott tatsächlich Mensch geworden ist und dass alles wahr ist, was in der Bibel steht. Ich erinnere mich, ich bin vor meinem Vater hingekniet und habe ihm so die Bibel raufgehalten und gesagt, Papi, es ist alles wahr, was in der Bibel steht. Du gehst in die Hölle ohne Jesus. Und mein Vater, oh, weißt du, jetzt bist du 20 Jahre, das sind so Hormone, die gehen dann wieder vorbei, oder? Und nachher bin ich in die Kirchona gegangen, in die Stadtmission Lausanne und der Hugo Zimmermann hat mich getauft auf den Namen Jesus Christus. Und wir sind dort immer viel auf die Straße gegangen. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und plötzlich haben meine Familie, die haben Angst gehabt. Krishona, Hare Krishna, was ist das genau? Oder die wussten nicht, was das für ein Club war, oder ein Brotaufstrich. Und ich musste das erklären. Und ich hatte nächtelange Diskussionen mit meinen Brüdern. Und die hatten so knört, sagt mir auf Schweizerdeutsch, in den Beziehungen. Und mit 24 fragt mich mein Vater, du kannst du eigentlich auch etwas mit Frauen anfangen? Und ich sagte, du, ich glaube, dass Gott mir eine handverlesene Frau parat hat. Und ich habe meinen Vater nie weinen gesehen, aber meiner Hochzeit hat er geweint. Er hat plötzlich irgendwie gemerkt, hey, irgendetwas ist in seinem Leben reingekommen. Und sind meine Brüder nach zum Glauben gekommen, sind heute Evangelisten. Und Jesus multipliziert sein Reich. Und das ist alles wahr, was in der Bibel steht. Es ist tatsächlich so. Und das ist wunderbar. Ich hatte immer so ein langweiliges Leben. Oh, zum Glück sitzt sie nicht in der vordersten Reihe. Sonst wäre die Wiedertäufer dann. Aber das Leben wird so spannend, wenn plötzlich gibt es Wunder. Plötzlich gibt es einen Teufel und Engel. Plötzlich gibt es Gebetserhörungen. Und das Leben wird plötzlich spannend. Ja, und so bin ich unterwegs mit AVC. In verschiedenen Ländern sind wir aktiv, in 60 verschiedenen Ländern. Und vor allem auch dort, wo die Untergrundkirche am Leiden ist. Wir sind im Iran sehr aktiv. Jetzt war ich ein paar Mal im Sudan, im Südsudan. Und in Nordkorea vor 2 Jahren vor Corona. Allein in Nordkorea sind 50.000 von deinem Bruder und deinen Schwestern sind in den Todeslagern, im KZ. Etwa 250.000 in all diesen Todeslagern. Ein Camp gibt es, das doppelt so groß ist wie Zürich. Riesig. Wir haben dort den ersten Platz gewonnen als erfinderische Unternehmung. Wir haben eine Biodüngerfabrik angefangen und ein Berner hat uns das Patent geschenkt. Und jetzt haben wir den ersten Platz gewonnen in Nordkorea und kamen am Propagandafernsehen. Und wer hat diesen Dünger erfunden? Nein. Der Kim Jong-un. Und wer hat es bezahlt? Ach, der Kim Jong-un, einfach, dass ihr das wisst. Der hat alle Bücher geschrieben, die es gibt in Nordkorea. Der weiß alles, oder? Das ist dieses Propagandafernsehen. Und wir wissen,
der Himmel hat es gesehen, oder? Und an verschiedenen Brennpunkten, wie wir zusammenstehen können. Und ich habe hinten ein paar Bücher, ein paar Biografien, das ist gerade Aktion, diese Frauen waren im Gefängnis. Frauen, lasst euch anheizen, auch mit Biografien. Lies die Bibel einmal im Jahr durch, aber lies viele christliche Bücher, lies Biografien. Was ich diese Biografie letztes Jahr gelesen habe von eurem Markus Hauser, das hat mir neu Feuer gegeben. Und ich möchte wieder zu diesem einfachen, simplen Glauben zurückkommen. Menschen brauchen Orientierung, das geht nicht neutral und verwässert. Wir müssen wieder zum einfachen, lebendigen, einfachen Glauben zurückkommen, zu der Bibel. Und sie lesen und Kapitel auswendig lernen, nicht nur einzelne Versli aus dem Text rupfen und auswendig lernen, sondern ganze Kapitel kann man auswendig lernen. Wer hat die Bibel? Wer glaubt, dass die Bibel Wort Gottes ist von Deckel zu Deckel? Wer hat die Bibel schon ganz gelesen von Deckel zu Deckel? Preist den Herrn, ihr seid über dem Durchschnitt. Halleluja. Lies die Bibel, hör die Bibel in verschiedenen Sprachen, wenn du Französisch oder Italienisch kannst. Als Schweizer kannst du ja eine andere Sprache, oder? Und hör die Bibel immer wieder durch, immer wieder. Und das ist so, das macht dich, verändert dich, das stärkt dein Glauben. Halleluja. Wir sind mit der Ukraine sehr stark beschäftigt. Weltweit ist die Verfolgung am Wachsen. Vor 10 Jahren waren es 150 Millionen verfolgte Christen weltweit. Vor 5 Jahren waren es 200 Millionen. Und jetzt nach Open Doors über 300 Millionen verfolgte Christen weltweit. Das ist fast 10% der ganzen Christenheit. Die Verfolgung nimmt zu und Jesus hat das uns vorausgesagt. Jesus redet ehrlich mit uns, darum können wir Jesus vertrauen. Er verspricht uns keinen Ponyhof für unser Leben. Er sagt, dann werdet ihr gefoltert, getötet und von allen Völkern, ethnologischen Gruppen gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Das ist die Weltanschauung von Jesus Christus. Das ist die Endzeitanschauung von Jesus Christus. Und wir müssen keine Angst haben, weil es sind ja nicht Todeswehen. Es sind keine Todeswehen in Matthäus 24, es sind Geburtswehen. Und wenn ein Mensch wiedergeboren ist und Jesus persönlich kennt, dann irgendwie tief im Herzen, auch wenn er diese Weltkriege und alles das Zeugs sieht oder Corona und so weiter, dann tief im Herzen weißt du, irgendwie freust du dich, wie eine Frau, die dann auf das Kind auf die Welt kriegt. Die Frauen unter uns, die das schon erlebt haben, das ist ja fast schon Sterben, oder? Aber wenn dann das Kind da ist und wir wissen, das Kind will kommen, Halleluja. Bevor die schöne Hochzeit kommt, wird es noch ein bisschen schräg. Und Jesus sagt uns das voraus. Und das ist am Wachsen. Es hat noch nie so viele verfolgte Christen gegeben, wie es heute gibt. Und gleichzeitig, und dann allein in Nigeria zum Beispiel, in Nigeria, das war eine Aufnahme vom Pfingstsonntag, 5. Juni. Über 50 von unseren Geschwistern im Süden, nicht im Norden, im Süden von Nigeria, wurden einfach durch eine Bombe explodiert, lagen zwischen den Kirchenbänken. Das ist dein Onkel Hans, der immer in die Kirche gegangen ist. Oder deine Tante Frida. Fridolin ist ein männlicher Name. Stellt euch das mal vor. Stellt ihr das mal vor. Jetzt nachher ist der Gottesdienst fertig, kommt einer rein und springt sich in die Luft und die Hälfte von uns wäre tot. Und das passiert jetzt letzten Monat. Wir haben monatlich von Nigeria, allein in Nigeria 2020, 3.500 Christen, die getötet wurden. Im letzten Jahr 2021, 4.500 Christen, die umgebracht werden wegen ihrem Glauben. Nicht, weil sie ein bisschen provoziert haben oder so. Boko Haram und Fulani Herdsmen. Und das ist die Situation, wie sie heute ist. Wir sind sehr engagiert, auch im Afghanistan, auch im Untergrund. Es ist wunderbar, was eigentlich alles abgeht, obwohl das Land ist, wo die Verfolgung am meisten schmerzt. Und der blutige Leib Jesu. Und gleichzeitig, neben der Verfolgung, nimmt auch eine Erweckung zu. Nimmt etwas zu, was Jesus auch vorausgesagt hat. Es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle ethnologischen Gruppen, Schweizer inklusive. Und dann wird das Ende kommen. Ihr dürft auch Halleluja flüstern. Schaut mal, am Donnerstag gehe ich mit einem Team an diesen Fluss. Das ist doch kein weißer Missionar.
Ist das nicht einfach großartig? Schaut mal die Hunderten von Leuten. Ist doch wunderbar. Und zur Zeit, meine Lieben, weltweit geht die Post ab bei gewissen Völkern, so wie Gott einen Plan hat mit dir, mit deinem Leben. Irgendwann klopft Jesus an deine Tür und wenn du die Tür dann aufmachst, wie ich das gemacht habe mit 19, plötzlich kommt er in unsere Familie, so wirst du und dein Oikos gerettet, so wirst du und dein Haus gerettet. Plötzlich kommt Ordnung in mein Leben. Und schau mal, ich bin 28 Jahre verheiratet. Das ist die Gnade von Jesus. Meine Töchter brennen für Jesus. Das ist einfach eine Gnade. Das ist einfach eine Gnade. Eine hat noch einen Umweg gemacht, einen schrägen. Aber sie ist zurückgekommen und heute ein Evangelist. Das ist eine Gnade von Jesus. Und wenn Jesus an deine Türe kommt, und du die Türe auftust, dann kommt ein Segen und eine Ordnung in dein Leben rein. Und durch die Ordnung in deinem Leben kommt Frieden rein. Wenn du keine Ordnung hast, oh, wo ist der Autoschlüssel, da hast du einen Stress. Aber wenn Ordnung in dein Leben kommt, dann kommt Frieden in dein Leben. Und auch hier auf dem Internet, wenn er zulässt, wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, dann ist heute dein Tag, gehst du nach dieser Predigt auf die Knie und sagst, Jesus, komm in mein Leben, mache Ordnung, räume auf, vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Ignoranz. Und dann kommt Jesus in dein Leben. Ich spucke, es tut mir leid, wenn ich immer so rumspucke, es ist nicht normal. Und es ist so wunderbar, wenn Jesus reinkommt. Und so ist es bei den einzelnen Menschen und auch bei den Völkern. Wenn ein Volk die Türe auftut. Und wisst ihr, Erweckung braucht immer drei Sachen. Aufbruch braucht drei Sachen. Ich bin nicht Profi-Theolog. Aber die Erweckungsgeschichte, Markus Hauser inklusive, die Erweckungsgeschichte lehrt mich drei Sachen. Das eine ist Buße tun, das andere ist Heiliger Geist und das dritte ist ein sozialer Druck. Immer wenn es einen sozialen Druck gibt, wenn es eine Arbeitslosigkeit in Wales gibt oder eine Nachkriegszeit in Südkorea oder was für ein Corona war, auch ein bisschen ein Druck. Gewisse Kirchen haben sich verdreifacht, wie der in Spiez, zum Beispiel Markus Bettler. Oder ich bin da in der Heilsarmee in Uster zu Hause und wir haben da ein Corona-Telefon gemacht für die einsamen Menschen. 80% Stellenprozent freigesetzt. Die Kirchen sind kreativ geworden. Nicht nur Livestream, sie haben angepackt. Und das ist so ermutigend zu sehen. Halleluja. Ja, ich mache eben so einen Einsatz, aber leider sind die Teams schon voll. Und in China, also Halleluja, nicht leider, Halleluja. In China alleine, meine Lieben, über 30.000 Menschen, Chinesen, finden zum Glauben an Jesus Christus jeden Tag. Ist doch gewaltig. Versteht ihr, eines Tages im Himmel, Offenbarung 7, aus allen Sprachen, allen Zungen, stehen wir vor dem Thron, hinten rechts Chinatown. Stellt ihr euch das mal vor. Das ist doch gewaltig. Und mit denen zu beten und zu weinen, ist ein Riesenprivileg für mich. Und wir müssen wieder zusammenhalten als Gemeindelesers. Und ich glaube, mit dem Leiden, Pain unifies, das Leiden bringt uns zusammen. Meine Lieben, ich gehe in alle Gemeinden in der Schweiz, katholische Kirche, inklusive Brüderverein, ICF, Pfingstgemeinde, name it. Aber ich käme nie rein mit Evangelisation und Gebetsstil, never. Aber wenn es ums Leiden geht, dann vereinen wir uns. Dann interessiert IS nicht, bist du ein Orthodox, ein Skoptischer oder ein Pfingster, der Kopf weg. Und das Leiden verbindet uns, und nicht nur uns, meine Lieben, sondern das Leiden, wenn du von deinem Leiden erzählst, deinem säkulären Freund, dann holst du ihn ab. Wenn du von deinen Erfolgen erzählst, holst du ihn nicht ab. Aber wenn du von deinem Leiden erzählst und wie du das überwindest, wie hast du diesen Krebs überwunden oder wie hast du diese Kündigung überwunden oder diese Scheidung? Und wie kannst du noch fröhlich deinen Weg gehen? Und das will die Welt sehen. Und wenn wir eins werden, sagt die Bibel, dann wird die Welt sehen, dass der Vater den Sohn gesandt hat und Pain und Schmerz vereint. Und allein in Iran, wisst ihr, dass 5.000 Iraner jeden Monat zum Glauben kommen. Das ist eine vorsichtige Statistik in den letzten 11 Jahren vom Dr. Professor Thomas Schirmacher, der am Deutschen Bundestag für die verfolgten Christen einsteht. Das passiert nicht mal in Bern. Das sind sichere Zahlen in den letzten 10 Jahren, der Durchschnitt. 5.000 Iraner, Perser, die zum Glauben finden in einem Scharia-Land. Wenn du dich bekehrst, hast du Todesstrafe verdient als Mann und als Frau lebenslänglich Gefängnis. Ist das nicht wunderbar?
Und das ist Jeremia 49, für die sich endzeitlich interessieren. Jeremia 49, in der letzten Zeit, spricht der Herr, will ich das Geschick Elams wenden. Und das passiert vor unseren Augen. Ist einfach gewaltig sowas. Und mit denen tanzen du. Das ist ein Tanzvolk, die dürfen nicht tanzen. Der Islam verbietet den Männern zu tanzen. Aber sie haben mir beigebracht, wie man tanzt. Du musst so Birnen reinschrauben, so. Die wollen dann den persischen Neujahr am 21. März feiern. Das dürfen sie nicht. Sie müssen Arabisch sprechen zu Allah, weil der nicht Persisch versteht. Das wollen die nicht. Und der Islam implodiert im Iran. Es ist eine Frage der Zeit. Es fällt in sich zusammen. Wir haben gehört von namhaften Ayatollahs, die ihr Geld bereits abseilen ins Ausland. Halleluja! Und dort hat es schon Christen gehabt, bevor es in der Schweiz überhaupt Christen gegeben hat. 300 nach Christus haben die assyrischen Christen bis nach Peking haben sie missioniert. Die Halb-Mongolen-Stämme sind alles Christen gewesen. Die Großmutter von Genghis Khan war eine Jesus-bekennende Christin, bevor es in der Schweiz überhaupt Christen gegeben hat. Ist das nicht einfach wunderbar? Jesus baut sein Reich inmitten der Misere dieser Welt. Oder ich war jetzt ein paar Mal im Sudan. Meine Lieben, ich war in animistisch, ich habe das nur in Missionsbüchern gelesen, ich war in animistisch-islamischen Dörfern. Alle wollen Christen werden. In den Nuba Mountains. Sie verstehen noch nicht, wer Jesus ist, aber sie wollen alle Christen werden. Die haben die Nase gestrichen voll von den Nordsudanesen, diesen gradnassigen Sudanesen, diesen plattnassigen Sudanesen, Bomben auf ihre Dörfer knallen. Die wollen kein Arabisch mehr, die wollen Englisch lernen, die wollen Christen werden. Und Missionswerke können dort nicht rein, weil es mega schwierig ist. Ich habe mit denen getanzt und geweint. Das war einfach, tanzt du, wenn du so eine Stunde, zwei tanzt, hast du den ganzen Staub in der Nase, du. Aber die Freude am Herrn ist stärker, oder? Einfach großartige Menschen. Ein Bereich, ein Drittel so groß wie die Schweiz. Kein Spital, kein Arzt, keine Sanitäter, keine Apotheke. Ein Ambulanzfahrzeug. Und da bringen sie mir die epileptischen Kinder und alles und die typhuskranken Lehrer. Ich konnte nur auf die Knie gehen und weinen und sagen, Jahwe Rapha, mach du was, Jesus. Es ist einfach gewaltig, diese Unterschiede und wie Jesus einfach diese Leute abholt. Und die sollten heute Morgen hier stehen. Diese einfachen, tollen, brennenden Christen. Ein Typ, der war erst 3 Jahre Christ, hat schon 4 Versammlungen, solche Versammlungen gegründet. Einfach gewaltig. Oder das möchte ich auch noch erzählen, noch gehe ich dann langsam in die Predigt. Das ist ein Volk, das hatte nie eine Kirche, nie Christen. Und jetzt seit 3 Jahren hat dieses Saba-Suluk-Volk, das zwischen den Philippinen und Borneo, Indonesien ist, ist ein dschihadistisches Seenomadenvolk. Piraterie ist ihre Haupteinnahmequelle. Sie sind verwandt mit der Familie von Sultan von Brunei. Ich habe dort mal ein Untergrundteam geleitet. Einer der reichsten Männer der Welt, der Sultan von Brunei. Und jetzt gibt es eine Kirche und da sind sie am Taufen. Halleluja. Versteht ihr, das ist Kirchengeschichte. Das ist Apostelgeschichte 29. Und das passiert vor unseren Augen. Wir müssen das auch in Zürich sehen. Und jetzt der Prinz von diesem Volk kam in die Schweiz, wurde ein Christ als Teenager und enterbt. Der wäre Multimillionär. Wurde enterbt. Jetzt arbeitet er heute bei AVC und baut die ganze Islamarbeit auf YouTube. Eine super Arbeit. Viele Chats, viele Bekehrungen in Ländern, wo man gar nicht reinkommt. Und versteht ihr, das ist ein Quantensprung in der Kirchengeschichte. Wenn es dir langweilig ist, dann rufst du deine Kumpels 2 Stunden mit deinem Mac, bestellst deine Pizza, gehst auf deine Social Media, hängst den Jesusfilm auf Arabisch jemand in Mekka rein. Ja. Du hast 20 erreicht, dein Kollege 15, der andere 40. Wenn du einem Missionar vor 20 Jahren gesagt hast, du kannst den Jesusfilm in 2500 Sprachen einem in 5 Sekunden rüberschicken, dann hätte er gesagt, du spinnst ja, muss ich mal. Und heute haben wir das alle, die 5 Fish im Hosensack. Das Evangelium, haltet euch am Stuhl fest, das Evangelium von Jesus Christus, die Geschichte Adam und Eva, Noah, Abraham, Moses, Totenauferstehung von Jesus, Wiederkunft von Jesus, die Geschichte vom Evangelium. In 6500 plus Sprachen
Fragen? Halleluja, und das in unserem Hosensack, oder? Das ist Quantensprung in der Kirchengeschichte. Das ist doch einfach wunderbar. Ihr könnt beten für die Sache, macht mal eine Gebetsnacht, du. Ich habe die Frau gehört, ihr sind ein, super, dass ihr auf die Knie geht. Machen wir mal eine Gebetsnacht, ich komme gern, ihr müsst einfach Kiwi und Red Bull parat machen. Beten, haben wir mal endlich Zeit für euch, also Kaffee vielleicht. Wir haben wir mal endlich Zeit für die Anliegen von Bethel zu beten, für eure Missionare. Haben wir Zeit für Zürich zu beten, für eure Familien. Und nachher, wenn es uns dann langsam genug ist, beten wir für die Schweiz. Da haben wir so richtig Zeit, da sind wir erst um 10 Uhr. Und dann gehen wir über den Tellerrand aus. Dann wird es 11 Uhr, dann gehen wir um den Globus und beten für alle diese Länder. Und lassen uns inspirieren vom Heiligen Geist, was wir beten sollen. Komm, wir machen mal eine Gebet. Wer hat schon mal eine Nacht durchgebetet? Nein, ich will nicht aufstrecken. Meine Frau ist Krankenschwester, oder? Die macht Nachtwache. Warum pennen die Christen immer, oder? Nein, wir können mal eine Gebetsnacht machen. Ich rede mit Christian. Mach das mal, das ist wirklich eine super Sache. Gebt das Geld, ihr könnt es nicht behalten, wenn es in diese Ewigkeit schicken. Halleluja. Ich möchte jetzt zu diesem Predigtthema kommen. Gottes Herzschlag spüren. Gottes Herzschlag spüren. Ein Christ ist ein Mensch, der Gott hört und macht, was Gott sagt. Das ist ein Christ. Meine Schafe hören meine Stimme, nicht nur hören, sondern sie folgen mir, sie folgen dann nur nach. Und wir sind alle fähig, Gottes Stimme zu hören. Jeder Mensch hat das Sensorium, Gott zu hören. Jeder Mensch. Weil das Gewissen hat noch nie ein Chirurg rausgeschnetzelt, oder? Aus dem Körper. Mein Schwager hat gesagt, ich habe ihn mal gefragt, er ist Chefchirurg da in einem Spital in der Schweiz. Fragte ich, wo ist das Gewissen? Er weiß es nicht genau. Das kann man nicht rausschneiden. Dieses Sensorium hat jeder Mensch, auch der Pilatus. Als Jesus vor dem Pilatus gestanden ist, hat er gesagt, Jesus hat ihm gesagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und wenn du ein Christ wirst, wird das initialisiert. Darum möchte ich beten für die, die die Taufvorbereitung macht, mache ich auch in Uster. Die Heilsame tauft ja weltweit niemand. Aber ich bin erkoren als Täufer in der Heilsame Uster. Ich bin kein Soldat. Aber betet für die, weil die Initialisierung des Glaubens ist so wichtig. Beim Buße tun, tun, beim Buße tun. Nicht nur in diesem Beichtschrank Buße bekennen, wie diese Mafia-Typen in Sibirien, sondern Buße tun. Das heißt, wenn du Mario ein Töff geklaut hast im Rümlang, ein rotes Buch, mach sie an deren Adresse. Geh auf die Polizei und bring es in Ordnung. Und was machte ich? Habe ich das in Ordnung gebracht? Versicherungsbetrug, habe ich das in Ordnung gebracht? Nein, ich hatte eine fromme Ausrede. Das ist vom Teufel. Die in uns sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Teufel, geh weg von mir. Es war aber nicht der Teufel. Es war der Heilige Geist, der mich etwas beauftragt hat, wo ich Angst hatte. Geh auf die Polizei und bekenne es. Nach 4 Jahren, meine Lieben, ich bin noch von Lausanne extra nach Zürich gekommen, nach 4 Jahren erst hatte ich den Mut, um überhaupt zu gehen, weil ich plötzlich gecheckt habe, das ist nicht der Teufel, das ist der Heilige Geist. Er will Ordnung bringen in mein Leben. Das heißt, manchmal Sachen zu tun, die Gott mir sagt, braucht Mut. Für das brauche ich den Heiligen Geist. Das klarste Zeichen der Taufe des Heiligen Geistes ist, wenn man Mut hat, das zu tun, wo Gott einem sagt. Das sagt die Apostelgeschichte. Also wenn man Probleme am Fass hat wegen Jesus, nicht nur Probleme, aber dass man das macht, wo Jesus einem sagt. Und so bin ich auf die Polizei gegangen, oder? Sie, Kadetten und so. Ja, schön, dass Sie da religiös geworden sind. Wissen Sie was, ich habe früher auch mal etwas Boskisch in Ordnung, Versicherungsfall. Gehen Sie heim, Herr Mosimo. Wie bin ich nach Hause gegangen? So. Jesus hat uns alle unsere Sünden vergeben, ein für alle Mal am Kreuz. Alles vergeben. Aber dass du die Vergebung erlebst, musst du Buße tun. Er vergibt dir nicht, wenn du Buße tust. Er hat dir schon lange vergeben. Aber dass du es erleben kannst, musst du Buße tun. Das heißt, das tun, was der Heilige Geist dir sagt. Und alle Feigen, deren Platz ist im Feuersee, der mit Schwefel brennt. Nicht nur die Unzüchtigen, nicht nur die Götzendiener,
alle Feigen. Ich meine nicht die Früchte. Und genau für das brauchen wir den Heiligen Geist. Das war der Unterschied. Der Petrus an der Türe hat Jesus verleugnet wegen einer Frau, die ihm gesagt hat, du gehörst doch auch noch dazu. Der gleiche Petrus nach dem Pfingsten steht hin und sagt, ihr habt Christus gekreuzigt. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, ein Freimut, eine Zivilcourage an den Tag legt. Erfüllt mit diesem Geist. Und das ist der Hauptvers. Und dann mache ich schnell nach vorne, wir haben noch 5 Minuten oder so. Excuse. Gottes Herzschlag. Ich glaube, es gibt fast keinen neutestamentlichen Vers, wo Gottes Herzschlag so gut durchkommt wie dieser Vers. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das Problem ist nicht die Ernte, die ist groß und reif. Das Problem sind wenige Arbeiter. Und vor allem Arbeiter, die keine Tomaten auf den Augen haben. Die Italiener sagen Schinken auf dem Auge. Oder die Kroaten sagen Würste auf den Augen. Wir sagen vielleicht Tomaten auf den Augen. Versteht ihr das? Es jammert Jesus, wenn sie die vielen orientierungslosen Menschen sehen. Wenn er die sieht, auch in unserer Gesellschaft. Wir sind Weltmeister im Selbstmordrate. Die größte Not in unserer Gesellschaft ist Einsamkeit. Siehst du diese zerbrochenen Menschen? Es sind 25% unserer Stadtbevölkerung in Zürich sind gebrochene Menschen. Ich sage jetzt einfach mal eine Zahl. Jesus hat gesagt, 25% geht auf in guten Herzen von diesen 4 Samenböden. Und du musst nicht auf die schauen und an denen rumbackern, wo noch nicht offen sind. Offen werden die Leute durch Zerbruch, wenn der Boden aufgebrochen wird und der Same reinkommt. Verpuffe deine Zeit nicht bei den 75 anderen Prozent. Schaue, wo sind die zerbrochenen, einsamen Menschen? Und ich habe gesagt, Jesus, gib mir geistliche Babys. Gib mir geistliche Babys. Gib mir Frucht, Jesus, oder putz mich weg. Gib mir Schottland, oder ich sterbe. Wo sind die Beter, die beten, gib mir Zürich, oder ich sterbe. Ich habe hier auf den Knien, ich will euch nicht verunsichern, wenn ich so laut rede. Ich könnte, glaube ich, auch ohne Mikrofon. Aber ich erinnere mich, ich bin letztes Jahr auf den Knien gewesen vor dem Gottesdienst und habe zu dem Herrn gefleht. Gib mir die Letzten der Gesellschaft. Gib mir Homosexuelle, die ich umarmen kann und zum Kreuz führen kann. Gib mir die Letzten der Gesellschaft. Und dann kommt der Hermann in mein Leben, 70-jähriger Mann, 30 Jahre in den Schweizer Gefängnissen rumgesumpft. Weißt du, was der uns Steuergeld gekostet hat? Und der Hermann sagt, ich fragte ihn, aber glaubst du, dass Gott Mensch geworden ist und die Trennung weggenommen hat, dass du gerade in den Himmel? Ja. Aber wieso hast du dich noch nicht entschieden, Hermann? Es war auf einer Terrasse im Hotel. Auf der Terrasse waren 50% säkuläre Gäste. Und nachher sagte ich, Hermann, dann sagt er, ja, du hast meine Sünde. Ich habe so viele Sünden gemacht. Dann sage ich, Hermann, weißt du, was die schlimmste Sünde ist, die es gibt? Dann sagt er, nein. Dann sage ich, die schlimmste Sünde ist, wenn man das Kreuz ignoriert. Dann der Jesus ignoriert. Nicht auf ihn hört. Nicht das macht. Das Schlimmste ist das Geschenk vom Vater ignorieren. Und das Größte, was ein Mensch machen kann, in diesem Universum, nicht Geld geben, sich foltern lassen, das Größte, was ein Mensch machen kann, ist das Geschenk vom Vater annehmen. Sagt er, ja, ist das so einfach? Dann sagt er, ja, ist es kompliziert? Und da haben wir dort gebetet. Auf der Terrasse hat sich Jesus entschieden für Jesus. Da habe ich ihn an der Hand genommen, sind wir ans Geländer gestanden, habe gesagt, Herrschaften, darf ich schnell um Ihre Aufmerksamkeit bitten, er möchte etwas sagen. Heute Abend habe ich mich an diesem Tisch für Jesus Christus entschieden. Und da haben alle applaudiert. Und da habe ich ihn in eine Landeskirche mitgenommen, eine Woche später, um den Büchertisch zu machen. Und da habe ich noch den aaronistischen Segen gesprochen. Und währenddem läuft der Hermann einfach nach vorne, du,
stupft mich auf die Seite beim Mikrofon. Jetzt möchte ich auch mal noch was sagen, sagt er. Sagt der Hermann, sag es uns, oder? Mein Leben war so daneben. Aber Jesus hat mich einfach angenommen, wie ich bin. Und ich, das brauche ich, meine Lieben. Du brauchst geistliche Kinder. Und keine theologische Ausrede, ich bin auch kein Evangelist. Wir brauchen geistliche Babys, dass ich wachsen kann. Wir brauchen die Stimme von diesen Menschen, von den verfolgten Christen, dass wir selber Mut kriegen. Und wir müssen diese Ernte wieder sehen. Und nachher heißt es, das Wort senden. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ist nicht das Wort Apostolos, Böschler, Postauto. Ist nicht Apostolos. Es ist das Wort im Griechischen Ekballo. Und weißt du, da kannst du auf den Bibel-App drücken und dann siehst du, welche Verse noch dazu. Das waren die Verse zum Beispiel, wo Paulus die Schiffsgeräte über Bord geworfen hat. Oder wo man Jesus einen Dämon ausgetrieben hat, hinausgeworfen hat. Das heißt, hinauswerfen, hinaustreiben, das ist ein ganz strenges Wort. Warum ist es so streng? Warum redet Jesus? Oh gut, er hat Griechisch geredet, er hat Aramäisch geredet, aber egal. Warum ist das so ein strenges Wort? Weil es auf dem Herzschlag von Jesus ist. Und darum habe ich dann meine Uhr und mach doch das auch. Ich habe dann den Wecker gestellt auf 9.38 Uhr. Mach doch das auch. 9.38 Uhr, Matthäus 9.38. Könnt ihr 9.38 Uhr stellen und dann vibriert es immer im Hosensack und dann weißt du immer, was du beten musst. Versteht ihr, das Vater Unser ist eine Empfehlung. Das Vater Unser müsst ihr nicht beten. Es ist eine Empfehlung. Das da ist imperativ von Jesus. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter kicke in seine Ernte. Betet das. Und wenn ihr jeden Tag 9.38 Uhr, du bist am Arbeitsplatz und hier heute Morgen auch du zu Hause, hier heute Morgen sind alles Repräsentanten von Netzwerken. Ein Gottesdienst ist eigentlich eine Repräsentationsmeeting von Netzwerkvertreter. Ihr seid bereits in dieser großen Ernte. Ihr müsst nicht auf die Straße speziell geben, ihr lebt schon in dieser Ernte. Und jetzt brauchen wir nichts anderes, als dass unsere Sicht offen wird für die zerbrochenen Menschen. Glaubt mir es, der Petrus hatte auch noch eine Spezialoffenbarung gebraucht, dass er eine Vision haben musste, dass sie überhaupt zu den Heiden gegangen sind. Sie wurden 3.000, 5.000 Menschen wurden Christen in Jerusalem, stimmt's? Pfingsten. Wurden Heiden Christen an den Pfingsten? Bibelkenner. Es wurden Judenchristen. Die gingen nicht zu den Heiden. Hey, Kirchengeschichte, 5 bis 7 Jahre, ihr könnt das nachschauen. 5 bis 7 Jahre sind die in Jerusalem gehockt, du, Gütergemeinschaft, Beamer eingerichtet, du, alles picobello. Die sind nicht zu den Heiden. Wann sind sie zu den Heiden? Wer kennt die Bibel? Stephanus ist gesteinigt worden. Dann hat sie Gott rausgekickt. Manchmal verstehen wir gewisse Sachen in unserem Leben nicht, die unangenehm sind. Und wisst ihr, der 26. Dezember haben wir zuerst gefeiert. Wir haben noch, Christen haben jahrhundertelang die Weihnachten gar nicht gefeiert, aber den 26. Dezember haben wir bereits gefeiert, der Stephanustag. Gott hat die gekickt. Warum? Weil er böse ist. Nein, das ist der Hermann. Warum? Weil er böse ist. Nein, aber weil er Menschen zu sich ziehen möchte, dass Ordnung kommt, Frieden kommt, dass der Mensch gerettet werden kann. Und nur durch das Blut von Jesus werden Menschen gerettet. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Namen unter den Himmel den Menschen gegeben, worin sie sollen gerettet werden. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, der Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich habe so viele Gespräche aus evangelikalen Kreisen von Christen, die sagen, hey Mario, sie ist doch nicht so eng. Ich hatte ein Gespräch, meine Lieben, mit einem alten Freund. Ich habe ihn jetzt ein paar Jahre nicht mehr getroffen. Kam er und kam mit diesem Blödsinn. Dann habe ich ihm, wisst ihr, was ich gesagt habe, er wurde so richtig rot hier unten. Da habe ich ihm gesagt, jetzt, mein Freund, ich will jetzt den Namen nicht sagen, schau mal, Jesus sterbend am Kreuz. Schau den sterbenden Jesus an am Kreuz. Und sag dem Jesus, es war nicht nötig.
sag dem Jesus, er ist ein Masochist. Sag's ihm. Es gibt keine andere Möglichkeit, meine Lieben, als nur das Blut von Jesus. Und für das sind die sterben die Märtyrer, die Kompromisse in der Schweiz eingehen. Und das ist so eine einfache Lehre. Ich mache es nicht kompliziert. Aber diese Allversöhnungstheologie ist so schlimm. Halleluja, da war ich vor 2 Monaten in Saudi-Arabien. Halleluja, ich habe 18 Monate gebetet, dass das Evangelium von Jesus in das Königshaus von Saudi-Arabien kommt. Ich gehe nur in die Ferien. Dann hat mein Kontakt gesagt, hey, heute Abend sind wir eingeladen bei den Brüdern vom Kronprinz von Saudi-Arabien. Und weißt du noch was? Der Imam, der berühmteste Imam weltweit, der hat 1,398 Milliarden Views auf seinen Islampredigen, ist auch dort. Dem kannst du das Evangelium erzählen. Und ich so, was? Jesus erhört tatsächlich Gebete. Darum möchte ich diese Gebetsnacht so propagieren, oder? Dann machen wir eine Gebetsnacht, so super gewesen. Ich komme zum Schluss. Oh, gehe auf die falsche Seite. Ja. Ich möchte schnell diesen Vers noch. Das sind unsere Netzwerkleiter, wie ihr hier heute, haben verschiedene Gemeinden gegründet, waren alle im Gefängnis in Laos. Das sind die Trainingscenter, die wir machen. Und ich möchte noch kurz von dieser Frau erzählen. Diese Frau, ihr Mann, hat 3 Gemeinden gegründet in Laos. Dann kam er ins Gefängnis, 18 Monate. Kam er raus, sagt die Polizei, wenn du weitermachst, dann passiert Schlimmeres. Hat er eine 4. Gemeinde gegründet, dann hat die Polizei mit Zivilkleidern ihn umgebracht. Seine Frau. Und nachher, mein Freund hat ihn eigenhändig an Weihnachten beerdigt. Dieses Netzwerk von 600 Personen, 4 Gemeinden, hatten keinen Leiter mehr. Dann haben sie gebetet, die Ältesten haben gebetet. Von diesen 6 Ältesten haben 3 den gleichen Traum gehabt. Sie sollen seine Frau einsetzen. Sie von Tuten und Blasen, keine Ahnung, haben nur Sonntagsschule gemacht und so. Ja, da muss mir das Jesus auch zeigen. Und in dieser Kultur mit Frauen und so, das ist nicht so easy. Ich gehe fasten und beten, hat sie 30 Tage voll fasten und beten gemacht. Und Gott hat zu ihr gar nicht geredet. Dann sagen die Ältesten, okay, mach ein Probejahr. Da hat sie ein Probejahr gemacht. Und das ist die weibliche Form von Markus Hauser, die Frau. Das war 2005. 2019. Über 10.000 Mitglieder und 65 Kirchen unter der Leitung von diesen Frauen bereits in 4 anderen Volksgruppen Versammlungen gegründet, oder? Und nachher bin ich so dort gewesen, wir haben geweint und geredet den ganzen Abend und ihre Teenager, habe ich die auch drauf? Nein, nur ganz kurz, ich möchte das nicht sagen von ihren Teenagern. Die sind nebendran gesessen und nachher um 8:30 sind die plötzlich davon gelaufen. Da habe ich gefragt, wo gehen die noch hin? Irgendwie in Ausgang oder so? Nein, Mario, die gehen da in den Spital für die Kranken beten. Teenager. Und ich so, ja, geht ein Erwachsener mit? Nein, die machen das 3-mal in der Woche. Da sage ich, ja, Schwester M, ihr habt ja Erweckung. Dann weißt du, was die mir gesagt hat? Hat sie mir gesagt, nein, wir beten für Erweckung. Wir beten, wir sind nicht erweckt. Ich komme aus dem Aquarium Schweiz in das Aquarium Laos. Nein, wir beten für Erweckung, betet für uns. Und Erweckung heißt, glaube ich, nichts anderes, als dass man unheimlich unbändigen Hunger hat für mehr nach Jesus. Ich möchte mit diesem Vers schließen. Ich habe jetzt 10 Minuten oder was überzogen, aber ich möchte doch noch ganz kurz mit diesem Vers schließen. Tut mir leid. Weil ich glaube, dass heute Morgen hier solche Personen da sitzen. Wer kennt den Paulus, Saulus von Tarsus? Ja, wer kennt den Ananias von Damaskus? Kennen auch ein paar. Aber ohne Ananias von Damaskus gibt es keinen Paulus. Und Gott sagt Ananias in einer Vision, und da sagt Ananias, hier bin ich, sprach, steh auf und geh in dieses Hotel, wo der Judas der Chef ist, in der geraden Straße. Dort ist Saulus, das ist mein auserwähltes Werkzeug. Was sagt der Ananias? Antwortet der Herr, aber Gott sagt dir, kauf ein Flugticket nach Gaziantep in der Türkei, schleich über die syrische Grenze und führ den IS-Anführer an dieser Adresse zu mir. Was machst du? Er macht auch, und darum gefällt mir die Bibel, aber Herr, er hat doch die Christen alle ins Gefängnis geführt und ist trotzdem gegangen, und ist Ananias gegangen, hat die Tür geklopft, dann sagt er, ja, da ist ein Saulus, komm rein. Da wusste er, ich bin am richtigen Weg, oder?
Und wenn der Hananias nicht gehorsam gewesen wäre, auf das, was Gott ihm sagt, hätten wir vielleicht ein Viertel vom Neuen Testament gar nicht. Und dann passiert genau das und wir sitzen heute in der Kirche, vielleicht weil der Hananias gehorsam gewesen ist. Und ich war unterwegs in Basel mit einem Fahrzeug, mit dem Fahrrad, und da sah ich einen Mann schauen in ein esoterisches Laden. Fuhr ich weiter, hat der Heilige Geist gekehrt um und sag ihn, ich liebe ihn. Und ich so, nein, komm Blödsinn, ich muss nach Hause, meine Frau wartet. Weitergefahren und es hat geklopft im Herzen, das haben wir alle, das Klopfen im Herzen. Und nach dem dritten Mal, bin fast noch in die Tramschiene gekommen, kehre ich um, der Typ war noch dort. Ich habe ihn mit allem Mut zusammengenommen, da habe ich so im Vorfeld entschuldigt, Entschuldigung, ich bin ein Christ und habe den Eindruck, ihnen zu sagen, dass Gott sie über alles liebt. Can you speak English? I can't understand German. Und ich, ja, jetzt muss ich es noch auf Englisch machen. Sind wir in McDonald's, alles erklärt, Telefonnummer ausgetauscht. Der hat gesagt, Mario, this evangelical stupid stuff interessiert mich überhaupt nicht. Und ich, hä? Habe ich falsch gehört? Ich habe das bestmögliche Evangelium von Jesus erzählt. Da sind unsere Wege auseinander. Und ich bin, hey, ja, du hörst Gott, bla bla bla. Selbstnachlage, Entmutigung, das ist der Teufel. Nach 2 Wochen, meine Lieben, der Boden war zu bei diesem Herz, versteht ihr? Er gehörte nicht zu diesen 25%. Nach 2 Wochen rufte der mich an, weinte am Telefon, hast du Zeit, mit mir zu reden und beten? Und ich so, oh, sind wir runtergesessen am Fluss, habe ich Psalm 23 vorgelesen. Mein bester Freund ist gestern in einem Motorfahrunfall gestorben. Und wir haben zusammen gebetet. Und am Freitag war es, und war Sonntag, da hat er sich mit Hand aufheben entschieden für Jesus Christus. Und der ist irgendwo in der Dominoschlaufe drin. Und ich glaube, ich möchte mit dem Gedanken schließen, ihr seid heute Morgen hat es hier Ananiasse und Ananiasinnen. Und ihr wisst, ja komm doch rauf, ihr wisst ja nicht, was noch kommen wird. Aber dein kleiner oder großer Gehorsam, meine Lieben, unterschätzt das nicht, weil das hat eine Wirkung in deiner Familie. Bei mir hat es eine Wirkung gehabt in meiner Familie, in anderen Ländern. Unterschätzt dein Gebet nicht, unterschätzt deine guten Taten nicht, auch wenn sie so klein und mickrig aussehen. Weißt du wieso? Weil Jesus nimmt dein kleines Gebet, pflanzt es in den Boden und multipliziert es. Und eines Tages wirst du, Schwester, und ich auch, werden wir in der Ewigkeit stehen. Und Jesus wird sagen, look, das hast du gebetet. Und nachher sage ich, Herr, nein, ich habe nur das. Mario, das hast du gebetet. Das ist deine Krone. Und was macht denn Mario? Herr, alles kommt von dir und alles geht zu dir. Jesus multipliziert dein Gebet. Unterschätze deine Taten nicht, auch wenn sie klein sind. Und höre auf diese feine Stimme. Die ist wichtiger als deine Gesundheit, wichtiger als deine Ehe. Das Gewissen hast du, das Sensorium, dass du Gott hörst. Das ist das Wichtigste, das du hast. Das ist der Schatz im Acker. Das Wichtigste, das du hast. Geh keine Kompromisse ein in der Schweiz. Wir sind Kompromissspezialisten. Geh keine religiösen Kompromisse ein. Wir gehen den gleichen Weg. Wir haben diese Vorbilder in Markus Hauser und anderen. Lass uns den Weg gerade gehen. Voll der Liebe, aber voll der Klarheit. Wie unsere verfolgten Geschwister. Und wenn es auch uns das Leben kostet, egal, dann haben wir längere Herrlichkeit. Dann sind wir früher dort, verstehst du? Je früher, desto stirbst, desto länger hast du Herrlichkeit. Denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Amen. Musik.